Leute, es ist soweit. Es gibt mal wieder neue Nintendo-Hardware, aber es ist nur ein Wecker. Naja, reden wir mal über Nintendo Alarmo. Ja, ihr kennt ja schon das Prinzip, ne? Hier, wir spielen CTGP7, reden ein bisschen über Themen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr vor kurzem, vor wenigen Tagen, kam der Trailer online zum interaktiven Nintendo Wacker. Ja, Wacker mit englischem ausgesprochenem W. Finde ich mal wieder interessant. Sie probieren immer wieder neue, verrückte Ideen aus. Und weiß ich jetzt nicht, wie die auf einen Wecker gekommen sind. Also Nintendo geht einem eh manchmal auf den Wecker, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und sowieso gibt es ein paar Eigenarten zu diesem Produkt, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber erstmal, was ist das genau für ein Wecker? Also klar, es ist nicht ein normaler Wecker, sondern schon ein bisschen Nintendo-fiziert, möchte ich mal sagen. Und ja, zum einen ist es halt interaktiv, ne? Und zum anderen hat man, ich weiß nicht, man hat irgendwie verschiedene Spiele, die man sich sozusagen da anzeigen lassen kann auf dem Bildschirm. Verschiedene Spielmotive, Melodien, Szenen will ich es jetzt einfach mal nennen. Und davon wählt man sich dann eine aus auf dem Bildschirm. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich würde wahrscheinlich Super Mario Odyssey auswählen. Mit irgendeinem Jingle von Pauline oder so, was weiß ich. Und dann, wenn ich mir den Wecker jetzt auf 9 Uhr morgens stelle, dann würde sozusagen diese Melodie ertönen. Und aber der Wecker reagiert auch auf die Bewegungen. Das ist der interessante Punkt. Wenn man sich dann, also das hat irgendwie so einen 3D-Scanner, keine Ahnung, und erfasst die Umgebung, und wenn man sich dann bewegt, dann wird die Melodie lauter und werden auch so Soundeffekte abgespielt. Also stelle ich mir schon richtig penetrant vor, das ist erstmal so der erste Punkt. Ich meine, gut, das brauchen manche Leute. Manche Leute muss man penetrant wecken, dass die überhaupt wach werden. Aber, also ich glaube, mich würde das einfach nur nerven. Ich will lieber einfach so aufwachen. Beziehungsweise, ich habe sowieso den besten Wecker, den es überhaupt gibt. Also wenn ich zu Hause bin, ich bin ja auch oft auf Geschäftsreise, ne? Ihr wisst Bescheid, Außendienst, Mitarbeiter und so weiter, ne? Habe ich ja schon auch ab und zu mal in Videos drüber gesprochen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann Mama weckt mich um die Uhrzeit. Das ist sowieso der beste Wecker. Weil das ist sanft und liebevoll, ne? Und nicht so nervig dann wie dieser Nintendo Alarmo. Aber ja, wie gesagt, ist interaktiv. Man bewegt sich und dann ändert sich der Wecker, so die Melodie, Soundeffekte und so weiter. Aber was ich sehr cool finde, das ist so der einzige Punkt, den ich cool finde, ist, dass man den nicht selber betätigen muss, sondern der erkennt auch, wenn man aufsteht. Und dann spielt es so eine, wie soll man sagen, so eine Siegesmusik. Ja, du hast geschafft aufzustehen. Krass, wow. Das ist also wirklich, ja, sie haben sich schon was ausgedacht, was überlegt, wie man einen Wecker möglichst cool gestalten könnte. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich das ausreichend finde, was die da gemacht haben. Vor allem, jetzt kommen wir mal auf den Punkt zu sprechen, der richtig seltsam ist. Die Entscheidung kann ich mal wieder nicht nachvollziehen. Also zum einen ist es nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder. Wir können diesen Wecker erwerben, überhaupt erstmal, ja. Also soll mich nicht stören, mich persönlich, weil ich bin Nintendo Switch Online Mitglied seit Tag 1, ja, ununterbrochen habe ich Nintendo Switch Online und auch das Erweiterungspaket, aber das ist schon mal der komische Punkt, warum sollte man das, wie soll man sagen, begrenzen, ja,
Weil, hä, ihr könntet das einfach im Laden an richtig viele Leute verkaufen. Bestimmt auch würden richtig viele Kinder ihre Eltern dazu überreden wollen, dass die da den Wecker kaufen. Die Kinder würden ihren Eltern auf den Wecker gehen für den Wecker. Also das ist der erste Punkt, warum verkauft man das nicht handelsüblich im Laden. Zum anderen wird das Scheißteil 100 Euro kosten. Also als ob irgendwer... Ja, okay, es wird immer irgendwelche Vollidioten geben, die nichts Besseres zu tun haben, als Geld rauszuschmeißen. Ich will auch nicht behaupten, dass ich immer sinnvoll mein Geld ausgebe. Aber 100 Euro für einen Wecker? Ich weiß ja nicht. Und so krass, wie gesagt, finde ich diese Funktionen jetzt nicht. Es gibt eine Handvoll Spiele. Spielthemen und so weiter, die man da auswählen kann. Ich meinte, ja, also das ist halt Fanservice, ne? So die Aufmachung vom Wecker ist schon Fanservice, das muss man sagen. Ist schon, geht das Gamerherz auf, wenn man das hätte. Aber ja, wie gesagt, Preis sehe ich nicht ein und dafür gibt es dann auch einfach zu wenig Funktionen, als dass es so einen Preis rechtfertigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so krass ist, da wegen diesem 3D-Scanner, dass das, also wir sind im Jahr 2024, ne? Mittlerweile mit Sensoren und so weiter wird schon viel gearbeitet. Deshalb, das könnte man schon auch günstiger machen. Was man hätte machen können, von mir aus, so mach's für die Nintendo Switch Online-Mitglieder günstiger von mir aus, als wenn man das einfach so im Laden kauft oder so online bestellt von mir aus. Dann hat man einen anderen Vorteil als Nintendo Switch Online-Mitglied, und zwar einen preislichen Vorteil. Aber so wie das gehandhabt wird, ja, kann ich nicht verstehen, und ich glaube, es... Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, deshalb schlag mich tot. Ich glaube, es soll auch wie Super Mario 3D All-Stars damals, soll es auch zeitlich begrenzt verfügbar sein. Also das ist... Also diese Entscheidung habe ich sowieso nicht verstanden, auch damals nicht. Da spielt man halt einfach mit FOMO, also Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen, aber man verpasst ja gar nichts Krasses. Es ist ein scheiß Wecker. Okay, ja, was auch cool ist, es wird Updates geben mit neuen Spielen. So, ich glaube, oh, welche Spiele sind jetzt standardmäßig dabei? Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Pikmin 4, Ring Fit Adventure. Und ich glaube, da war noch irgendein fünftes. Und dazu kommen soll, glaube ich, Animal Crossing New Horizons wurde schon angekündigt und Mario Kart 8 Deluxe. Aber wie gesagt, das ist einfach... Also ist zu wenig, meiner Meinung nach. Ist einfach zu wenig. Und von dem her, ja, weiß ich nicht. Schreibt auch eure Meinung in die Kommentare so an sich. Wie findet ihr das Konzept an sich? Sagt ihr, ja, so prinzipiell sind es schon genug coole Funktionen, als dass ich das erwerben würde? Aber halt nicht zu dem Preis. Kann ich mir auch vorstellen, dass es da so Leute gibt, die einfach sagen, ja, der Preis ist halt scheiße. Also der Preis ist scheiße, darüber braucht man nicht reden. Aber für den Preis noch so wenige Funktionen? Ich weiß ja nicht. Okay, ich glaube, hier Schlafstatistiken und so weiter rechnet es, glaube ich, auch auf. Aber da frage ich mich halt, wie genau ist das? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Sensor, wie gesagt, zum Aufstehen, dass der da die Bewegungen erkennt. Okay, das stelle ich mir schon vor, dass das gut klappen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Sensor also genau genug dafür ist, als dass der vernünftige Schlafdaten erfassen kann. Ob du einen unruhigen Schlaf hast, ob man schnarcht oder nicht schnarcht, ich weiß nicht. Ist ein Mikrofon eingebaut?
weiß ich nicht, müsste man sich mal mehr mit der Hardware an sich beschäftigen. Aber ist schon, also ich freue mich schon auf die ganzen Memes, ne? Nintendo ist halt ein Meme, muss man schon sagen. Nintendo ist ein Meme, was sowas angeht. Wir warten jetzt ewig lang auf die Nintendo Switch 2 und dann, ja, hier ist neue Hardware. Es ist nicht die Nintendo Switch 2. Ja, Mann, darauf haben wir alle gewartet. Ja, vielleicht, dass man den Switch 2 Release nicht verschläft. Vielleicht ist das der Hintergedanke. Keine Ahnung, gibt's halt wirklich nicht viel dazu zu sagen, ne? Zu diesem Wecker. Das ist so das Ding. Und von dem her, also, wenn der Preis günstiger wäre und wenn es mehr Funktionen hätte, dann würde ich mir das überlegen. Obwohl, würde ich mir das überlegen? So an sich, also die Weise, wie ich aufstehe, wie gesagt, entweder Mama soll mich wecken, wenn ich halt zu Hause bin, oder halt sonst. Also jetzt mal ganz ehrlich, heutzutage, wer lässt sich nicht durchs Handy wecken? Entweder man lässt sich vom Handy wecken. Jeder hat ein Handy und man benutzt da den Wecker. Sonst, was ich noch zusätzlich benutze, ist halt meine Smartwatch. Okay, das hat vielleicht nicht jeder. Aber Handy reicht ja eigentlich aus, um sich wecken zu lassen. So, ich finde, das ist irgendwie, es ist doch ein Relikt vergangener Zeiten. Also, ein normaler Wecker, weiß ich nicht, wann ich das jemals in meinem Leben benutzt habe, einen normalen Wecker. Ich glaube wirklich noch nie. Also ich habe zwar schon so einen, wie nennt man diese Uhren? Die sich halt so kalibrieren über Satellit und so weiter. Ne? Also das habe ich schon noch, ja. Was mir da einfach die Uhrzeit anzeigt. Also, da gucke ich auch mal drauf. Aber das habe ich auch nur, weil, ja, das hatte man halt. So, das habe ich mir nicht selber gekauft. Irgendwann ging das Teil damals kaputt. Und dann, ja, weiß ich noch, ist mein Opa verstorben. Und dann habe ich von ihm halt diesen Wecker mitgenommen aus seiner Wohnung. Weil, ja, sonst hätte man das halt weggeschmissen. Und dann dachte ich mir, ach, dann nehme ich das halt. Dann wird mir da die Uhrzeit angezeigt. Krass, ne? Also, ja, dafür benutze ich das schon, aber als Wecker. So, das sind auch immer diese schrillen Piepstöne einfach nur gewesen. Das ist dann auch nicht angenehm. Ich glaube, das ist sogar ungesund, glaube ich. Wenn man so, wie soll man sagen, richtig brutal aus dem Schlaf gerissen wird. Meine ich, ne? Weil das dann so ein Schockzustand ist. Ich glaube, da habe ich irgendwann auch mal was gelesen, das soll gar nicht so gut sein. Ich glaube, dafür wird wahrscheinlich der Alarmo wird wahrscheinlich schon in Ordnung sein, ne? Der wird wahrscheinlich jetzt nicht die Lautstärke komplett auf volle Pulle machen direkt, sondern langsam lauter, wenn man merkt, dass man wacht nicht auf so. Keine Ahnung, ne? Ich bin zwiegespalten bei dem Produkt, ihr merkt es schon. Deshalb, ja, eure Meinung in die Kommentare rein, sonst positives oder negatives Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.